Herzlich willkommen bei Avorion. Wir befinden uns in unserer kleinen Drohne, die wir zu Beginn des Spiels sofort haben. Und wollen uns ein größeres Schiff bauen oder bauen lassen, um Material zu farmen, Waffen kaufen oder finden, Piraterie betreiben oder handeln. Oder was auch immer noch alles möglich ist. So, und zwar können wir hier schön ein bisschen Metall abbauen. Ich denke immer, das ist Kupfer, weil es so kupferfarben aussieht. Ist aber Metall. Oder Eisen, sagen wir Eisen. Aus den Materialien, die wir finden, können wir uns dann das Schiff bauen. Kann ich nicht, weil ich erst ein Schiff gründen muss. Das mache ich aber später. Ich denke aber, ich fliege hier zu der Werft und werde mir da dann ein Schiff bauen lassen. Das ist die einfache Variante. Und das kann man dann weiter ausbauen. Oder was weiß ich. Werden wir auf jeden Fall sehen. So. Aber mir war schon jemand zuvorkommend und hat mir so ein bisschen was Gutes getan, hat mir ein bisschen was geschenkt von dem blauen Zeug, von dem grünen, Titan, Eisen. Eisen nicht, das habe ich selber gefangen. Aber wir werden jetzt gucken. Ich werde jetzt als erstes, ich weiß nicht, wenn ich jetzt das blaue, das grüne benutze, könnte es sein, dass ich das Schiff nicht mehr reparieren kann. Weil wenn ich reparieren muss, brauche ich das Material dafür. Und ich glaube, das Grüne und das Blaue finde ich erst etwas später. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich Titan schon machen soll. Titan sehe ich jetzt hier. Hier sehe ich viel Eisen, aber Titan glaube ich noch nicht. Ich glaube, ich farme. Ah, da ist Titan. Ich glaube, ich farme erstmal ein bisschen Eisen. Baue mir dann ein Schiff, was farmt. Und dann ein Schiff, was kämpfen kann. Und das Schiff, was farmt, farmt dann automatisch, da ich dem Schiff Befehle geben kann. Zum Beispiel farme, eskortiere mich, bekämpfe Feinde, abfracke und. Das ist schon ganz cool. Und ich denke, ich baue mir so ein kleines Metallschiffchen mit so einem wie nennt man das? Einfach mein Inventar. Geschützturm. Bergbaugeschützturm. Damit kann er dann ordentlich was abfarmen. Das hier ist alles. Das hat auch mir der nette Kerl geschenkt. Ich weiß nicht, ob man das noch sehen kann. Hat mir hier eine Nachricht geschickt. Fand ich ganz nett. Hat gefragt, ob jemand oder ob ich vielleicht eine kleine Starthilfe haben möchte. Habe ich mir gedacht, weil ich im Singleplayer-Modus bisher nur bis zu Titan gekommen bin und das andere nie gefunden habe. Habe ich gedacht, klar, wieso nicht? Aber ich kann es auch nicht so richtig nutzen. Weil wenn es kaputt ist, kann ich es nicht reparieren, wenn ich kein Material finde. Was ich aber machen werde, ab diesen grünen Zeugs kann man Schildgeneratoren bauen. Nanoid ist es, glaube ich. Ja. Dann werde ich mir auf jeden Fall Generatoren bauen. Und ich hoffe, dass ich damit dann halt gut geschützt bin. Ich weiß nicht, wie viel das aushält oder wovon das abhängig ist. Aber fahren wir erstmal etwas Metall. Eis, Entschuldigung. Na? Kommt da nichts? Hä? Ich bin jetzt auf einem Server. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Hoffentlich finde ich den auch wieder. Man kann natürlich auch im Singleplayer-Modus spielen. Ich weiß nicht, ob das ein großer. Ja, der einzige Unterschied ist halt, hast du keine Mitspieler.
PvP weiß ich nicht, wie es hier aussieht. Ob die mich platt machen werden oder nicht. Weil wenn die mein Schiff zerstören, ist das Schiff weg. Für immer. Man kann es aber versichern lassen. Und ich glaube, dann kriegt man aber nur das Geld zurück. Nicht das Material, was man dafür verbaut hat. Tja. Oder ist noch mehr getan? Ich baue jetzt ein Farmschiff. Das soll mir farmen. Dann werde ich noch eins bauen, womit ich dann fliege, womit ich kämpfe und wahrscheinlich auch ein bisschen farme. Weil es kommen immer ein paar Piraten. Die sind nicht immer nett. Da ist schon wieder so viel Titanium hier. Einzelspielermodus nicht. Muss ich ziemlich weit fliegen, um endlich mal Titan zu finden. Ich weiß auch nie, ob ich jetzt hier Spieler sehen kann. Sind das schon Spieler? Nee. Oh, da. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit den Spielern, ob die mich direkt platt machen oder nicht. Auf jeden Fall macht das ziemlich viel Spaß, das Spiel. Wenn man sich natürlich sein eigenes Schiffchen baut, finde ich am Anfang ein bisschen schwierig. Also ich kam nicht so wirklich zurecht. Weil man hat dann... Ach, kann ich ihm noch nicht zeigen. Ich baue ein Schiff, dann gehe ich einmal ins Baumenü. Wenn ich die Leertaste drücke, dann habe ich hier diesen kleinen Schub. Der kostet mich beim normalen Schiff diesen gelben Balken über meine Lebensanzeige. Wenn man natürlich mehr produziert, als man verbraucht, geht es vielleicht noch. Aber das werden wir gleich sehen. Wir bauen uns erstmal gleich ein Schiffchen. Zum Farmen. Da ist ein Dock. Da muss man immer dran gehen. Am besten Entfernung 0. Aber nicht da reinkrachen. Moment mal. Wenn ich das Schiff bauen möchte, muss ich nicht so nah ran. Dann drücke ich, wenn ich ihn markiert habe, mit dem Mausrad gedrückt. So, nochmal. So, jetzt. Dann kann ich F drücken. Dann kommen wir hier ins Menü, können die Güter verkaufen. Was das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Spawnpunkt, wenn ich kaputt gemacht werde, dass ich dann hier spawne. Aber das ist sowieso das Anfangsgebiet ist, ist es eigentlich völlig egal. Also gehen wir direkt mal auf Schiff bauen. Dann haben wir hier so einen schönen Klotz, hässlich, wie die Nacht. Dann könnte ich hier Gründungsschiff machen. Dann kann das Schiff Station gründen. Ne? Hier kann ich die Skalierung ändern, das Volumen. Dann ist das Schiff auch was größer, aber kostet auch dementsprechend. 7000 Eisen habe ich nicht. Das ist verdammt teuer. Ich könnte allerdings... Frage ist, ob ich jetzt wirklich auf Titan gehen soll. Für das Farmschiff. Ich kann hier Werte anzeigen lassen. Quartiere 45 ist schon richtig groß. Ich hatte beim Singleplayer hatte ich das nicht so riesig. Das wäre eigentlich schon okay. Aber es sieht hässlich aus. Mega hässlich. Kann man hier in Style 2 machen. Und es ist einfach ein Stock. Hässlich. Und die 3 ist ein dicker Stock. Eine Hantel. Kann man aber hier noch ein bisschen gucken. Was gefällt mir nicht. Das erste war eigentlich. Das erste war okay, aber es ist so platt. Das ist echt hässlich. Mega hässlich. Und das ist mir zu lang. Das ist einfach nur ein Stock. Was soll denn das? Das auch. Ich glaube, ich nehme Typ 1. Oder Style 1. Ich weiß nicht, was diese dünnen Dinger sollen. 34 Quartiere ist schon ein bisschen viel. Titan. Titan ist ziemlich teuer. Kriege ich das vielleicht noch mit Eisen hin? 1800 Eisen. Das wäre noch relativ günstig. Soll ja nur farmen für mich. Und ob das dann was Besseres gibt. Eigentlich sieht es ziemlich gleich aus. Komischer Stock nach rechts, nach links.
Ach, scheiß drauf. Was war das? Wir nennen es einfach Farm. Schiff. So, Werte. Hier könnte man die Werte nochmal sehen. Bremsschub ist scheiße. Scheint aber irgendwie immer so zu sein, wenn man es neu baut. Aber das soll mich jetzt nicht stören, das kann ich ändern. Klicken wir auf Bauen. Dann warten wir in 7. Was ist das? Frachter. Warten wir jetzt auf die Spieler. Jetzt wurde mir das Zeugs abgezogen. Jetzt habe ich noch knapp 1000 Eisen. Den könnte ich zum Beispiel sagen. Ups. Ich habe ihn jetzt gesagt, gib mir all deine Fracht. Und hat ihn wohl nicht so überzeugt, da ich nur eine Drohne bin. So, es ist, jetzt müsste aber langsam ein Schiffchen da sein. Das wird mir dann hier irgendwo. Ist es das? Da ist es doch schon. Dann kann ich da hinfliegen. Ich könnte jetzt zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Crew gekauft habe. Oh Gott, das ist natürlich ärgerlich. Aber ich glaube, es ist eingestellt, dass man direkt die Crew kauft. Gucken einfach mal. Hier sieht man, wann es bezahlt wird. Man bezahlt. Man sieht aber die Kosten, die eine Stunde kosten würde. ...180 Minuten sind aber 3 Stunden. Das heißt, es wird direkt für 3 Stunden bezahlt. Das heißt... Oh, fremdartige Schiffe. Ist nicht gut. Gehe ich auf P. Habe ich nichts. Hier habe ich meine Crew. Ja doch, das ist gut. Man hat den Kapitän. Der ist teuer. Der ist am teuersten. Ich habe den Kapitän, weil der, glaube ich... Genau, wenn ich es nicht fliege, kümmert sich der Captain darum. Was machen die? Ingenieure kümmern sich um die bla bla bla. Keine, also die reparieren. Also es wird repariert, wenn es beschädigt ist. Aber kaputte Blöcke werden nicht wiederhergestellt. Also müssen wir gucken, das ist extrem hässlich. Wenn ich B drücke, dann komme ich ins Baumenü. Dann haben wir hier einen schönen dicken Pfeil. Ich glaube da unten auch, oben auch. Da auch. Der zeigt mir die Richtung an, in die ich fliege. Das heißt, hier hinten sind meine Triebwerke. Damit fliege ich. Hier kann ich sehen, meine Crew und alle anderen Daten, die ich brauche. Wenn es weiß ist, ist es okay. Wenn es gelb ist, ist es vielleicht nicht wunderbar. Wenn es rot ist, ist es scheiße. Das ist jetzt nicht der Fall. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas machen? Genau. Hier haben wir, das ist quasi so eine Voreinstellung, da hast du hier die ganzen Eisensachen. Kannst du hier aufs Plus klicken, dann hast du hier erstmal Eisen, dann kommt Titan, dann das Grüne, dann das Blaue, das Gelbe und so weiter. Und Eisen ist, glaube ich, das schwerste Material. Und Titan ist dann wiederum leichter und dann, glaube ich, das Grüne auch und immer so weiter. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich wollte was machen. Ich wollte was bauen. Bergbau Geschützturm. Effizienz 18,1. Kanonengeschützturm. Doppeleisenabfrack Geschützturm. Damit kann man Fracks abfracken, wenn man das so nennt. Und wir wollen aber einen Eisenbergbaugeschützturm. Das ziehe ich jetzt einfach hier runter. Das ist echt kacke, das Schiff. Das ist echt hässlich. Das ist mega hässlich. Okay. Das hier stört mich. Kann ich das Ding nehmen und es hier irgendwo dran setzen? Hier nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das irgendwas Besonderes? Wenn ich das wegmache, ist noch okay. Das ist mega hässlich. Hier könnte ich jetzt das Ding hinbauen. So, jetzt kann es abbauen. Eisen. Material Eisen.
wenn da steht Eisen, kann es aber auch Titan abbauen. Weil so ein Bergbaugeschütz kann, glaube ich, immer einen weiter abbauen quasi. Wenn ich eins habe, was Titan abbauen kann, kann es auch Nanoid abbauen. Aber wahrscheinlich nicht so effizient wie Titan. Da, nicht genug Besatzung für die Bergbunktürme. Mein Schiff ist schwach, hat keine Kanonen, kann nicht schießen. Das soll aber nicht mein Problem sein. Da ist schon ein paar böse Schiffe. Wo ist denn das Ding? Hier. Gott, gucken wir mal, ob wir auch fliegen können. Was? Mega. Dann fliegt es auch noch so, oder? Absolut hässlich. Ist egal. Es soll ja nur farmen. Ne? Man sollte nicht dagegen stoßen. Ich glaube, man könnte dadurch das Schiff etwas beschädigen. So, fliegen wir mal weiter ran. F. So, jetzt möchte ich eine Crew anheuern. Ich brauche 2. Ich kann hier billig Leute nehmen. Hier sind keine Bergbauer. Doch, sind sie sogar schon. Aber die sind teurer. Kostet mich 600. Aber die sind besser. Egal, wir nehmen die. Wir haben ja ein bisschen Geld. So, und dann gehe ich nochmal auf P. Kann ich hier auf die Crew klicken. Die sind schon hier eingesetzt worden. Ich habe 2 Stück. Die sind aber effizient wie 3. Keine Ahnung, was das bedeutet. Kostet mich aber 300 die Stunde. Da es alle 3 Stunden abgezogen wird, sind sie schon 900. Ne? Plus das hier mal 3. Plus das hier mal 3. Plus das hier mal 3. Ich meine das hier, Entschuldigung. Ja, so, Fracht. Fracht haben wir keine. Ich weiß nicht mal, ob wir einen Frachtraum haben. Das könnte ich benutzen, um mir noch einen Waffenslot zu machen. Hier oben haben wir die Waffenslots, also die Bewaffneten. Unten die Unbewaffneten zum Farmen. Dann kann ich ihn anklicken und der 2 zuteilen. Oder 1. Bei dem ist es eigentlich egal. Ich weiß nicht, kann ich wieder wegmachen? Nein, dann ist es halt 1. Dann kann ich 1 drücken. Jetzt ist es deaktiviert. Drücke ich 1, ist es aktiviert. So. Möchte mal kurz gucken. Jetzt müsste es eigentlich... Quartiere 25 ist eigentlich viel zu groß für so ein kleines Farmschiff. Da, 9000. Mal 3. Ist schon ein bisschen teuer. So. Da das aber nur das Farmschiff ist, klicke ich jetzt... Oh, da ist es. Mein Farmstrahl. Ich drücke jetzt mal Mausrad. Dann habe ich nichts anvisiert. Kann ich T drücken. Bin ich wieder in meiner Drohne. Wie sehe ich mein Schiff an mit Mausrad? Kann ich mit T entweder reingehen. Oder ich drücke F und gebe ihm einen Befehl. Er soll abbauen. Zack. Und jetzt müsste er sich eigentlich, machen wir das hier mal, zack, zack, von selbst auf den Weg machen, um was abzubauen. Da hinten ist aber viel Ärger. Die roten Vierecke heißen nichts Gutes. Aber das war es erstmal mit der ersten Folge. Mit Avorion. Ich hoffe, mein Schiff fliegt nicht dahin. So, dann... Bis zum nächsten Mal.